Ich bin Britt von Around the Year. Und ich bin Nick von Nature Photo Video. Bald ist wieder Erntedankfest. Und deswegen zeigen wir euch heute, wie ihr ganz tolle Erntedankbrötchen aus Hefeteig machen könnt. Ihr braucht dafür einen halben Würfel Hefe, Mehl, Typ 1050. Wir empfehlen Dinkelmehl, da in Weizenmehl viele gesundheitsschädliche Fasern drin sind. Außerdem schmeckt es mit Dinkelmehl genauso gut, wenn nicht besser. Wenn ihr mehr wissen wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Lauwarmes Wasser, Salz und einen Löffel Zucker. Der Zucker hilft der Hefe aufzugehen. Außerdem braucht ihr einen Topf mit Deckel, eine Gabel, zusätzliches Mehl zum Kneten und ein Rührgerät mit Knethaken. Lasst uns loslegen. Zuerst bröselt ihr einen halben Würfel Hefe, das entspricht etwa 25 Gramm, in den Topf und gebt einen halben Teelöffel Zucker und einen Teelöffel Salz dazu. Jetzt gießt ihr 325 ml lauwarmes Wasser darüber und rührt es mit einer Gabel um, bis die Hefe aufgelöst ist. Jetzt kommen 500 Gramm Mehl dazu. Und nun verrühren wir es mit dem Handrührgerät, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Ist der Teig zu fest, geben wir noch etwas Wasser dazu. Ist er zu flüssig, muss noch Mehl dazu getan werden. Und so muss er aussehen. Zugedeckt eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen? Quatsch! Der Teig muss eine halbe Stunde an einem warmen Ort zugedeckt gehen. Bis der Teig sein Volumen fast verdoppelt hat. Wenn der Teig fertig gegangen ist, muss der Ofen rechtzeitig auf 200 Grad vorgeheizt werden. Jetzt muss der Teig auf einer benähten Arbeitsfläche noch einmal durchgeknetet werden, bevor wir ihn zu Brötchen formen können. Unsere Erntedankbrötchen zeichnen sich dadurch aus, dass wir sie zu einer hübschen, brezelartigen Form formen. Dazu machen wir eine kleine Teigrolle. Wenn die Rolle etwa 30 cm lang ist, legen wir das eine Ende zu einer Schlaufe und ziehen das längere Stück durch. Dann führen wir es von unten wieder durch das Loch. Und haben unser Brötchen. Eine andere hübsche Form könnt ihr bekommen, wenn ihr eine lange Rolle macht deren Enden ihr zu Kugeln formt. Die Rolle legt ihr U-förmig hin und legt dieses Ende drüber. So. Dann nehmt ihr die Kugeln und drückt sie durch die eine Schlaufe. Das gleiche macht ihr mit der anderen Seite. Und so ist das Brötchen fertig. Vor dem Backen müssen die Brötchen mit ein bisschen Wasser bestrichen werden.
Wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch noch mit Mohn, Sesam oder Kürbis oder Sonnenblumenkernen bestreuen. Das Wasser sorgt dafür, dass die Saat gut haftet. Die Brötchen müssen ungefähr 20 Minuten backen. Jetzt sind die Brötchen fertig. Je nachdem, wie groß ihr sie macht, können es bis zu 10 Brötchen werden. Ich hoffe, dieser Film hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen oder Ideen habt, bitte hinterlasst einen Kommentar. Vergesst auch nicht, unsere beiden Kanäle zu abonnieren und wir wünschen euch ein schönes Erntedankfest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.